Im Gerichtsverfahren gegen führende Mitglieder der rechtsextremen griechischen Partei Goldene Morgenröte sind die Urteile gesprochen worden. Nikos Michaloliakos, Gründer und Vorsitzender der Partei, sowie seine vier Stellvertreter wurden wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu 13 Jahren Haft verurteilt. Michaloliakos, ein Holocaust-Leugner und Hitler-Verehrer, muss zudem wegen unrechtmäßigen Waffenbesitzes ein zusätzliches Jahr hinter Gitter. Gegen 11 weitere Mitglieder der Partei, die vergangene Woche als kriminelle Vereinigung eingestuft worden war, wurden Haftstrafen zwischen 5 und 7 Jahren verhängt. Georgos Roupakias erhielt wegen des Mordes am Musiker Pavlos Fissas lebenslänglich. Auch Roupakias ist Mitglied der Goldenen Morgenröte. Die Partei, deren Programm deutliche Parallelen zur NSDAP aufweist, nannte das Verfahren eine Verschwörung. Der Prozess gegen die Partei, die zwischen 2015 und 2019 drittstärkste Kraft im griechischen Parlament war, dauerte 5 Jahre. Bei der Wahl im Juli 2019 entfielen nur noch 2,9% der Stimmen auf die rechtsextreme Goldene Morgenröte.